Herzlich willkommen zurück zu Raft. Schön, dass ihr mit dabei seid. So, wir wollen hier mal kurz auf die Insel in der Hoffnung. Oh, was ist denn das hier? In der Hoffnung, dass hier ein... Wir haben kein Holz mehr. Gut, muss ich gleich gucken. Ein Shop ist, damit wir... Ah, dieser nervige Vogelkopf. Gut, aber ich will jetzt auch nicht vorgefunden. Ich hoffe, dass hier ein Shop ist, damit wir mal unsere Sachen da verkaufen können und den ein bisschen höher kriegen vom Rang. Das wäre schon sehr schön. Auch wenn ich sagen muss, der ist sehr, sehr nervig. Vielleicht kriege ich den Vogel ja getötet oder so. Man kann es ja ausprobieren. Ja, hier ist ein Shop. Hier ist ein Shop. Ist sogar ein kleines Feld. Oh ja, Ananas, Melone. Die nehme ich jetzt aber allerdings nicht mit. So, verkaufen. Genau. Wir haben hier 11-mal Schimmergarnele. Ah, guck mal. Wir kriegen eine Handelsmütze, 10 Ansehen. Sehr schön. Kann man hier keinen... Muss ich jetzt echt alles einzeln verkaufen? Sieht fast so aus. Dann haben wir noch Netzgrabler, geben auch 10 Ansehen. Und scharfer Karpfen. Wunderbar. Okay, da müssen wir aber viel mehr von den Dingern angeln, um wir haben den Rang hier hoch genug zu kriegen. Gut, die Köder hier. Benötigen Müllwürfel. Wir hätten 13. So ist es nicht. Was ist Kurkuma? Bringen 14 den Essen. Ah. Garderobe, Kompass, Lufthorn. Nein, dann kaufen wir uns nochmal die Köder. Haben wir ein paar Müllwürfel, so ist es nett. So, das reicht erstmal. 20 Stück, mehr geht eh nicht. So, aber wir werden hier ja in der Sepsis endlich trotzdem jetzt. Einmal kurz. Wir haben kein Essen mit, ne? Nö. Umgucken, macht nichts. Vielleicht haben wir noch ein Wildschwein, schön wär's. Würde auch gerne den Vogel töten, damit ich den Kopf mal runterkriege. Aber wo der ist, ich habe keine Ahnung. Die Blumen nehmen wir jetzt hier nicht mit. Wo ist er, der Kleine? Der ignoriert mich komplett, der Vogel, okay? Ist hier überhaupt irgendwas Brauchbares? Mann, das ist eine große Insel, Mensch. Ich meine, da unten ist mein kleines Floß. Aber... Wo ist der Vogel? Ja, den treffe ich so aber nicht. Den müsste ich wieder auf mein Floß locken. Da lässt er sich wohl am besten töten. Aber... Ich habe gedacht, dass hier vielleicht noch Kies oder so was ist. Wusste gut, ne? Hier ist so gar nichts. Hier ist ja absolut gar nichts. Naja, wir haben zumindest das erreicht, was wir wollten. Wir haben den Rang etwas höher gekriegt. Aber hier ist ja echt nichts. Ist ja nicht mal eine Kiste oder sowas. Ist ja nicht mal ein Schwein. Hm. Ich vermute mal, dass hier unten... Ja, ja, hier ist eine Höhle oder sowas. Oder? Oder auch nicht. Sah zumindest so aus. Was ist denn das für eine Insel hier? Hier ist ja gar nichts. Aber eine Ananas, ja, das brauchen wir nicht. Okay, auf jeden Fall hatten wir einen Job. So, dann lass uns auch mal rein in die Bude. Einmal den Gob abnehmen. Das ist ja schlimm mit dem. Man sieht ja gar nichts. Legen wir uns einmal gut schlafen. Dunkel genug ist es auf jeden Fall. Kann man eigentlich nicht vorstellen, dass da nichts ist, ehrlich gesagt. So, die Köder, die poppen wir erstmal in Sicherheit. Ich würde sagen, erstmal hier mit drin. Das ist ja auch Essen. Apropos Essen, haben wir zufällig ein Frühstück obendrauf? Wäre sehr formidabel. Nein. Ich war da oben, ja. Rieseninsel, null Inhalt. Okay. Gut, die Wasser und so finden wir garantiert einiges an. Ja, da bin ich mir sicher. Aber ja, gut, den fahren wir weiter. Das, was ich wollte, habe ich ja. Ich wollte in erster Linie wirklich. Nur zum Shop. Da haben wir.
brauche jetzt auch nichts aus dem Wasser oder so. Brauche ich jetzt bloß dringend, bräuchte ich die Wesen. So. Kümmern wir uns gleich drum. So, dann grabbel ich einmal kurz die Netze leer, damit ich meinen Fluss da reparieren kann. Dann fahren wir aber auch gleich weiter. Die Netze sind ja auch krumm und schief. Was habe ich denn hier gebaut? Unsymmetrische Netze, das geht ja gar nicht. Das geht überhaupt nicht. So, hol's drin. Danke. Ihr Blätter. Es sind aber noch nicht voll. Sehr schön. Hier ist Grünstoff. Der kommt auch erstmal rein. Da eine Säule. Feder kommt gleich im Müll. Okay, wir haben noch einen. Hier. So, die können wir auch nicht mal darauf packen. Das Vogeldingsbums, das brauche ich nicht. Das, da wollte ich hin. So, rauf da. Und hier kommen die Federn rein, selbstverständlich. So, wir haben 20 Handelsmünzen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Die heben wir aber auch für schlechte Zeiten. Kartoffeln kommen da hinten hin. Hinten hin, wollte ich sagen. Und ich bin wirklich überlegen. So langsam wird es mal Zeit, den Hai zu jagen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Boah, das ist mit der Machete. Macht zwar mehr Schaden, aber ob das so... Mal googeln. Ich glaube, der Vogel hat mich auch schon im Blick, ne? Oder? Sehr schön, wir probieren es einfach mal. Na Klaus, wo bist du? Wir stehen hier ja gerade, er kann uns das Fluss ja nicht abhauen. Klausi, mein Jung, wo bist du? Du bist doch sonst immer in der Nähe des Flusses. Klaus ist ein anständiger Hai und macht hab ja... Hab ich, wollte ich sagen. Ja, komm her, mein Freund, komm her. Okay, das ist mit der Machete in der Tat nicht so einfach. Klaus muss wahrscheinlich eher machen. Okay, warte mal, das machen wir anders. Bevor wir hier noch... Haben Sie gehen? Ich hatte doch einen Speer, wo ist denn der geblieben? Habe ich den weggepackt? Echt jetzt? Wo bist du? Echt jetzt? Warte, mein Freund. Ich krieg dich schon noch. Da kannst du aber einen drauf lassen, mein Freund. Ich weiß, dass ich einen Speer hatte. Ich habe keine Ahnung, wo der Speer abgeblieben ist, aber ich weiß, dass ich einen hatte. Hm. Ein Holzspeer meine ich nicht. Ich will einen anständigen Speer. Da, meine ich doch. Nee. Die Machete wollen wir weiterhin benutzen. Die Machete ist aber so an Land vielleicht ganz gut. Unter Wasser, wo du dann heimlich richtig triffst, ist die Machete wohl nicht das Beste. Oh, komm, zeig dich, Klaus. Klaus? Danke. Jetzt kommt natürlich der kleine Hunger für zwischendurch, ne? Jetzt. Komm mal her, Klaus. Geh doch. Sehr schön. Genau, mehr wollte ich doch nicht. Wunderbar. Klaus ist Geschichte. Klaus landet auf dem Grill. Ja gut, wir haben gerade leichte Bewegungsproblemchen. Ausgehungert bis zum Gehtnicht mehr. Die Insel ist scheiße. Auch so ein bisschen Holz ist da nicht viel. Okay. Aber kann ich alles haben. Jetzt kommt Klaus erstmal auf den Grill. So, hier, bis Klaus fertig ist, gibt es eine Notfallrübe. Sehr schön. Und... Ja, ich will Klaus jetzt aber auch nicht mit mir rumschleppen. Irgendwo hatte ich noch Klausköpfe. Jo, da. Oh, Klaus ist doch gleich fertig, mein Freund. Wir sitzen wie der Säge. Oh, hier sind ja eh nur noch ein paar Kleinigkeiten drin. Wunderbar.
Ja, ich glaube, ich werde mir hier, weil hier ist später ja alles rundherum zu. Irgendwie ein Angelloch machen müssen oder so. Aber ob ich das ja schon sofort mache, weiß ich noch nicht. Erstmal den Anker da raus und hier vor allen Dingen Klaus vorne Schäden reparieren. Den habe ich ja nicht runtergelassen. Damit wir hier weiter treiben können. Ah, dürfte eigentlich drehen, das ganze Fluss. Hoffe ich zumindest. Werden wir sehen. Ich denke mal schon, dass das Fluss sich dreht, weil das irgendwo aneckt und wir den weiter treiben. Erstmal rennen. So, dann haben wir noch ein paar Seile. Plastik haben wir gar nicht. Sehr schön, wir haben noch ein bisschen Schrott. Und eine Rübe. Aber Klaus ist noch nicht ganz fertig. Klaus braucht noch ein Momentchen. Dann können wir aber die Rübe gleich mit raufpacken. So ist er nett. Ja, Klaus braucht immer so lange. Dafür kann ich nichts. Klaus ist zäh, alt und ledrig. Da geht's nicht anders. Treiben wir es hier ab oder nicht? Ich glaube nicht. Wir sind der Wind. Nein, so treiben wir auf jeden Fall nicht ab. Warte mal, mit Glück. Jo, Klaus ist gleich fertig. Kriege ich das Schiff so ein bisschen zur Seite gedrückt. Frühstück ist auch da. Sehr schön. Juhu, mein Freund. Es gibt gleich lecker Klaus-Scheiben. Also immer etwas ruhiger. Ah, es versucht zumindest wegzukommen, ne? Es hakelt hier aber ein bisschen. Muss auch nicht gehen. Ja, ja, geht auch ganz, ganz langsam. Gut, kümmern wir uns erstmal, dass wir hier Klaus zwischen die Beine geschoben kriegen. Zwischen den Kiemen meine ich. Damit wir nicht umkippen. Wenn wir es noch schaffen, zum Grill zu kommen, bevor wir umkippen. Oh, die kannst du mit draufpacken. Genau wie die. Also zumindest eine. So, es gibt Klaus. Wunderbar. Kannst gleich zwei essen. Ich kann es auch noch einen dritten essen, damit es voll ist. Sehr schön. Gut. So, das Thema wäre erledigt. Wir treiben jetzt so langsam mal ab hier, obwohl er hat da so ein paar kleine Treibehemmungen. Also da sind wir weggekommen. Wo hängen wir denn jetzt wieder fest? Nirgendwo. Ach. Das kommt, weil das Fluss hier gedreht hat und das Segel uns jetzt wieder auf die Insel drückt. Okay, warte. Weil der Wind geht inzwischen durch das Drehen. Ah, gut. Ja, so müssen wir, Womit wir hier wegkommen? Da fliegt der große Vogel. Na, hast du mich entdeckt? Sind fast an Haus, ne? Oh mein. Na, durch das, dass es sich aneckt, dreht sich das Fluss natürlich andauernd. Aber wir bewegen uns. Eckt wahrscheinlich da vorne auch gleich wieder an. Aber aktuell bewegen wir uns. Ich könnte natürlich auch einfach machen, einfach den Motoren fertig. Den kloppt das schon. Warten wir es einfach ab. Sehr schön. Sehr schön, da gibt es noch ein paar Klaus-Scheiben. Den können wir hier noch einmal den mit draufhauen. Zack. Falsche Taste. So, warte mal. Die kommen hier mit drin. Das ist unser Notfallesen. Das geht definitiv hier drin. So, und wir nehmen wieder den Morchet in die Hand. Die guten Klausis lassen sich einfach mit dem Speer besser erledigen.
ganz langsam. Kann das Segel jetzt nicht einklappen, weil dann treiben wir wahrscheinlich wieder genau auf die Insel zu, oder? Oh, warte mal. Frühstück. Sehr schön. Können wir gleich noch ein paar Keulen zusätzlich raufhauen. Ah, doch, jetzt muss es gehen. So müsste er uns jetzt von der Insel wegdrücken. Das heißt, das Segel kann jetzt definitiv zu. Gut, 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 gut. So, einen Moment. Ja. So, die eine Kohle ist schon fertig. Das ist mal nix. Wir hauen die zwei jetzt auch noch rauf. So, der geht im Müll hier, die Federn. Sehr schön. Der ganze Müll einmal voller Federn. Sehr schön, dann räumen wir weiter. Den enden wir jetzt nochmal Honig und das alles. Hauen das Ding da nochmal komplett voll. Und dann würde ich sagen, fahren wir langsam mal wieder Richtung nächsten Storypunkt. Und das, was ich wollte, habe ich erstmal gemacht. Die Netze sind fertig, das Loch ist zu und wir haben da endlich mal ein komplettes Dach drüber. Ist also schon mehr, als ich vorhatte. Und wir kriegen Unwetter. Aber das ist ja auch nichts Neues, ne? So, den gießen wir her. Die schönen guten Kartoffeln. Treibstoff brauchen wir immer. Besonders, weil wir ja auch wieder mit Motoren fahren. Zur Story. Zumindest haben wir jetzt hier mittlerweile Licht. Das ist doch auch schon mal was. Wunderbar. Halt, man sollte es natürlich auch bewährt sein. Hol einmal kurz ein neues Wasser. Hier, hau voll das Ding. Den auch wieder voll. Sehr schön. Können wir hier weitermachen. Andere Seite. Haben wir halt neben dem Schlafzimmer ein kleines Gewächshaus. So, den hatten wir, ne? Der fehlt noch. Ah, hier ist wieder Tor, wie es aussieht. Sehr schön. Hört sich zumindest gerade danach an. Einmal bewässern und die nehmen wir natürlich auch mit. Na. Willst du nicht ernten? Danke. Er wollte gerade nicht. Einmal anpflanzen. Und einmal bewässern. Den habe ich auch nicht. Ja. Jut. Den haben wir natürlich wieder, wie immer, 60 Kartoffelkies. Wunderbar. Hier haben wir ein Stück Klaus rein. So, gleich noch ein Schlückchen trinken. Halt. Halt. Ich wollte auch noch den Honig ernten. Das sollte man natürlich nicht vergessen. Zack. Zack. Sehr schön. Können wir, glaube ich, auch gleich wieder Honig herstellen, ne? Jo. Wir haben ja eh noch ein bisschen Honig. Hier treibt wieder schön was in die Netze rein. Das brauchen wir aber auch. So, Honig drin. Kannst auch gleich wieder die ganzen Kartoffeln reinhauen. Den konnten wir mitnehmen. Und das kommt denn jetzt natürlich erstmal hier mit drin. Genau, wie das drin kommt. Und Treibstoff lässt sich nur bis 20 stapeln. Okay. Sehr schön. Denn würde ich sorgen. Ah, wir haben ja eigentlich genug Treibstoff, ne? Ich hau mal den Motoren an. Guck dann nach dem Kurs. Richtige Richtung gehen sie. Jo. Sehr schön. Oh, bin ich froh, wenn ich das Kontrolldingsbums habe. Ah, dafür brauchen wir erstmal Titan. Wo ich das herkriege, das weiß ich noch nicht. Sehr schön. Denn hier ist natürlich nach oben. So, wir schippern da gerade schon wieder aus einer riesen Insel zu. Aber, ahne mal, ich muss mal kurz was googeln.
Der nächste Punkt ist genau 9408. Das kriegen wir schon hin. Einmal hier, hau rüber das Ding. Genau. 9. 4. 0 und 8. Na, gut. Sehr schön. Wir müssen einmal komplett um 180 Grad drehen. Hau rum da drüber. Ja, schön wie es halt denn. Genau. So, das reicht. Das reicht. Genau. Fahren wir genau drauf zu, ne? Jo, ist eine ganze Ecke weg, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was das da für ein Storypunkt ist. Zeig mir das. Oder was ist das da? Zwei Storypunkte. Zumindest ist es ein blauer Punkt. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht fahre ich auch erstmal den an, ne? Wäre auch eine Idee. Wir sind in die Richtung. Ja, wir fahren erstmal den kleineren an. Der ist auch dichter dran. Ich weiß mich gar nicht, was das ist. So. Jo, fahren wir erstmal den da an. Wie meine, es sind trotzdem 1700 Meter. Aber Lüft schon. Der Reibstoff haben wir genug. Die dürfen eine ganze Weile jetzt zu tun haben. Kann die euch jederzeit nachfüllen. Seitdem die Puppe da auf dem Tisch sitzt, denke ich jedes Mal, da sitzt einer. So. Den füllen wir den auch wieder auf. Ach, jetzt schlafen gehen lohnt sich auch nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. So, dann werden wir hier in der Zwischenzeit mal. Die Motoren sollen eigentlich eine ganze Weile laufen. So lange dürften wir jetzt mit den Motoren auch nicht brauchen. Da fahren wir ja gut mit Tempo. Ein bisschen aussammeln. Ein bisschen haben sie ja auch eingesammelt, ne? Auch wenn es jetzt nicht so viel ist. Das meiste ist ja hier gelandet. Ja gut, passt aber auch noch jede Menge rein. Dip, 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 dip. Na, jetzt nicht mehr, aber es gibt zumindest wieder gute Holz. Ich merke auch gerade, er backt hier schon wieder rum. Aber gut, solange wir es einsammeln können, geht es noch. Leicht dunkel hier. Ja, aber erstmal Holz drin. Das brauchen wir so oder so noch. Das war voll, aber hier passt noch ein bisschen, ne? Okay, warte mal. Den machen wir noch einmal kurz Säule. So, den haben wir auf jeden Fall. Erstmal wieder Platz für die Blätter. Hier, Seile haben wir eh einige verbraucht. Schrott drin. Stein drin. Dürfte dann ja gleich wieder Tag werden, hoffe ich mal. Ich habe noch ein bisschen Plastik. Die ist doch schon leicht dezent dunkel hier, ne? Ja, manchmal vor lauter Dunkelheit den Loot nicht. Klar könnte ich mich schlafen legen, aber ich hätte jetzt gedacht, das wird jetzt gleich Tag, aber dann lohnt sich das nicht. So. Dem. Das ist einfach nur eine große Insel, ne? Oder? Nicht, dass ich jetzt an der Story-Insel vorbeischippe. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich gucke sicher jetzt aber nochmal. Es wird zumindest Tag. Oh, es geht ja schon relativ schnell mit den Motoren. Hm? Und ab und zu kommt man ja auch mal vom Kurs ab. Nö? Haben wir noch eine ganze Ecke vor uns. So ist es nicht. Ne, ist eine normale Insel. 1254 Meter noch. Nee, passt schon alles. Passt schon alles. Alles zu die Firdi. Der Heu ist wieder da, wie es aussieht.
Die hab zwar jetzt nicht gesehen wie Heus, aber er hat schon wieder geknabbert. Gut, rin. Die brauchen jetzt auch. Der ist kein Rin. So, haben wir ein Seil? Jo, bitte. Gut, und Schrott und Stein noch. So, ich muss zwischendurch aber allerdings nur ein bisschen die Tanks im Blick behalten. Oh ja, guck mal, der eine ist fast leer gelutscht. Füllen wir einmal, obwohl ich glaube, ich brauche die gar nicht, ne? Warte mal. Geht auch so, ne? Jo. Und die sollen ja schon durchgehend weiterlaufen. Ach, das passt schon. Honigrin. Ist schon wieder der Klaus? Bin ich jetzt? Oder ist die Mod kaputt, dass er jetzt immer Klaus heißt? Ich hoffe, man nennt, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe, heißt der schon wieder Klaus. So, sammeln wir hier auch nochmal ein bisschen weg. Wir sind ja auf dem Weg. So ist das nicht. Ah, ab zu muss ich sie mal leer machen, sonst kriegen wir ja nichts mehr mit. So, Holz kann auf jeden Fall hier mit rein. Sehr schön. Blätter dürfen wir jetzt eigentlich auch mal wieder ein bisschen Platz haben. Wunderbar. Plastik haben wir viel zu viel verbraucht. Und sonst haben wir noch zwei Säule. Kartoffeln. Naja gut, die kommen hier hinten rein. Schrott und Stein. Und die Rüben, die kann ich einmal kurz auf den Grill packen. Das ist sehr schön. Ah, ist schon schön, wenn man sich hier jetzt endlich mal frei bewegen kann. Ich wünschte bloß, die Wellen werden mal ein bisschen niedriger, ehrlich gesagt. Ja gut, ist noch sanft. Aber wie gesagt, die dürften auch noch genug haben. Ja, ja. Die laufen noch eine ganze Weile, die Motoren. Sehr schön, sehr schön. Den gucken wir nochmal, ob wir noch auf Gurs sind. Das müssen wir leider zwischendurch auch mal. Aber ich glaube ja. Auch so eine kleine Mini-Insel. Ich hoffe, wir hängen da nicht fest. Na. Ist gar nicht mehr weit, ehrlich gesagt. Aber wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen. So nennt man, Freund. Ein bisschen rüberziehen. Na, falsche Richtung. Okay, ja. Stimmt ja. Spiegelverkehrt gedacht. Ne, eigentlich nicht. Ich habe spiegelverkehrt gedacht und muss ihn nicht. So. So ist richtig. Naja, so ungefähr zumindest. Das sind nämlich nur noch 750 Meter bis zu der einen. Und zu der richtigen Story-Insel sind es 1900. Aber wir wissen, was dieser blaue Punkt ist. Es ist auf jeden Fall nicht mehr weit. Da schippern wir vorbei. Das ist ja eh nur eine kleine Mini-Insel. Ich sehe dich. Ich sehe dich, mein Freund. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der heißt immer noch Klaus. Ich werde aber definitiv jetzt nicht ins Wasser springen. Nein, nein. Nicht, solange wir mit dem Motorrad fahren. Okay, warte mal. Aber bevor wir hier fungen, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Story-Insel kann es nicht sein, das ist die andere, aber der blaue Punkt muss ja auch irgendwas bedeuten, ne? Oder ist das ein Punkt, wo wir schon waren, was bloß in der Nähe ist? Nee, ne? 9408, ich habe doch das Richtige eingegeben. 9408, ja. Also, was ist es? 580 Meter noch. Und noch sieht man natürlich nichts. Wir werden schon herausfinden, sobald wir da sind. Das stimmt, ja. Hier hatte ich ja schon zugemacht. So, den gibt es hier noch einmal. Kartoffeln ernten. Was muss, das muss. Wir brauchen ins. Kannst du auch gleich wieder anpflanzen, mein Freund. Hier noch einmal.
Was kommt mit denn das Frost dazwischen? Das kommt mit einem Fass zwischen. Ich glaub's ja nicht. Hm? So, rauf da. Einmal bewässern. So, warte mal. Für das andere brauche ich einmal kurz neues Wasser. Ja, immer mit der Ruhe. Ich guck sofort. Ich habe das Gefühl, wir schippern gerade auch vorbei. Bin noch nicht fertig. Oh, irgendwo fahren wir was gerade hin. Es hat gerubbelt. Der hat doch gerade irgendwas geladen. Aber das hier muss ich trotzdem noch einmal machen. Ups. So, einmal bewässern, den hätten wir zumindest das. Machen wir den Honig mich gleich mit. Zack, zack, zack und zack. Sehr schön. Oh, das ist irgendwie eine große Insel. Okay. Gucken wir sofort, aber es kann nicht die Story-Insel sein. Definitiv nicht, aber wir werden da trotzdem gleich einmal vor Anker gehen. Ach, dass der Ramses ist. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte schon, der will hier reinweiß. Das geben wir doch schon vom guten Ramses, ne? So, hau rein. Hau wieder voll, das Ding. So, der kann rein. Der Huni kann wieder rein. Die natürlich auch. So, jetzt muss ich aber wirklich einmal ganz kurz kontrollieren. Ist es nicht das, wo wir fahren? Willst du mich verarschen? Ich habe doch den richtigen Code eingegeben. Das ist doch das, wo wir waren, ne? Mit der Seilbahn oder so. Oder ist es was anderes? Was so ähnlich aussieht. Ah, kann das sein, dass die beiden ziemlich dicht beieinander liegen? Ja, das ist das, wo wir waren. Hau da Lenkrad rauf! Bevor wir hier wieder fest sitzen. Die beiden liegen ziemlich dicht beieinander. Alles klar. Alter, das ist zu weit. Sollst hier nur vorbeifahren, mein Freund. Alles klar. Die liegen also so dicht beieinander. Hätte ich nicht gedacht. Aber das ist das, wo wir waren. Eindeutig. Mit den schönen Pestschweinchen. So, Lenkrad gerade. Nicht festhängen hier. Wir wollen nur vorbei. Wir müssen sogar noch ein bisschen nach da lenken. Sehr schön. Ja, gut, wir müssen sogar noch ein Stückchen. Wunderbar. Jetzt fahren wir genau drauf zu. Hier waren wir. Das heißt, wir sind so weit zurückgetrieben. Guck, die Schweine sind wieder da. Und nicht schlecht. Ah, es kommt, wenn wir wegfahren. Na gut, dann fahren wir jetzt auf die Insel halt. Wollt ihr nur wissen, was es ist? Das lag ja eh auf dem Weg. Sind wir so weit in die andere Richtung getrieben, oder? Hier ist nicht schlimm. Wir sind auf jeden Fall richtig. Jo, hier können wir vorbeischimmern. Hier waren wir. Muss bloß natürlich ein Bies hier, das ist natürlich wichtig. Und Treibstoff im Blick behalten. So, Honig rin. Kartoffeln rin. Ja gut. Wir haben nur ein bisschen Treibstoff, ne? Hier, der ist so gut wie leer. Ich glaube, 4 Dinger passen noch rein, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Wir können aber noch eine ganze Ecke fahren. Jojo. Tschüssi. Jupp, der Vogel ist tatsächlich auch wieder da. Aber wie gesagt, wir wollen hier jetzt gar nicht hin. Ne? Wir wollen hier vorbeifahren. Aber das ist sie. Alles klar. Dann fahren wir jetzt gemütlich weiter. Dann sind wir garantiert bald da. Ich meine, so lange dürfte es eigentlich nicht dauern. Die Dinger werden wir dann nochmal leer machen, sobald wir da sind. Also die Netze. Bringt ja vorher auch nicht wirklich viel. Nur kurz googeln. Ja, wir fahren drauf zu. 1131 Meter.
Dann sind wir vorhin am Ende. Morgen kommen wir definitiv da an. Was da, ich weiß nicht, was wir uns da haben. Keine Ahnung, lass uns überraschen. Aber bestimmt wieder schöne, leckere neue Baupläne. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.